glaube, jetzt kommt eine kleine, ja? Du warst im Challenge Master. Ja, sehr schön. Ja. Oh, das ist so viel die zweite Antwort, aber die mitnehmen wir nicht. Oh, können wir ihm gar kein Geld geben? Ich hatte nämlich mal was gegeben mit meinem Charakter, das ging, aber hier irgendwie anscheinend nicht. Nee, ich habe kein Geld. Ach, deswegen? Ich bin arm. Scheiße. Ich bin arm. Dann sagen wir einfach mal, habe ich aber nicht für dich. Wir sind jetzt mal. Habe ich aber nicht für dich. Er hat jetzt so schön gesagt, Arschloch. Ja, klar, wir sind ein Arschloch. Beziehungsweise wir haben eins, ja. Aber, um Gottes Willen. Wir tauchen mal kurz ein in die Biologie, liebe Leute. Sehr schön. Und ganz schnell wieder weg. Wir schreiten nun weiter voran. Jetzt kommt die Katze. Toll, jetzt kommt sie. So, wir schreiten ganz gemütlich voran. Lalalala. Oha. Vippi, was hast du gemacht? Ich war es nicht. Der hat schon alleine Blut gekotzt. Ja, genau. Ist klar. Der Typ ist auch komisch. Yeah, ja, bitte, kann ich ihm bei irgendetwas behilflich sein? Nein, bitte nicht. Was tun Sie denn? Ich hab's jetzt einfach mal genommen, tut mir leid. Sie hätte ich aufgenommen, ist okay. Okay. Ich glaube, den können wir erpressen, wenn unsere Einschüchterungsfähigkeit ein bisschen höher ist. Können wir sogar jetzt schon, cool. wenn ich darf, würde ich gerne die Erpressungsnote nehmen. Ja, mach ruhig. Okay, vielleicht haben Sie ein paar Kröten übrig. Mein Glück hat mich gerade ziemlich verlassen. Jetzt hat er Angst, ja. Here you are. Good luck getting back on your feet. Und jetzt, ich bin natürlich raffgierig. Echt schöne Uhr haben Sie da. Her damit. It's a quantum limited edition. Only 50 made in the world. Ein kaputtes Geschenk meiner Frau. Egal, her damit. Wir sind so fies. Ich bin sicher, sie würde es Ihnen nachsehen, wenn Sie sie als Tausch für ihr Leben einsetzten. Yes. Well, verlorene look. Menschlichkeit, egal. Yeah. Das reicht fürs Essen. Können wir auch wieder auffüllen. Schönen Tag noch. Ist das größte Arschloch in der Serie. Schönen Tag noch. Man sieht sich. Ja, ist doch geil, oder? Muss auch mal sein. Klar. Wir müssen einfach mal ein Arschloch sein. Es geht nicht anders. Wie gesagt, ich werde immer gezwungen von Bambi, das zu tun. Ja, natürlich. Sie lässt mir keine andere Wahl. Ich wurde gezwungen. So. Wir haben es auf Band, du kannst dich da nicht rausreden. Wir wissen, was wir eben besprochen haben, dass ich gesagt habe, ja, mach ruhig, ist okay. Ja. Das habe ich dir also nicht aufgezwungen. Schneid ich raus. Ja, das war mir so klar. Merk keiner. Der ist nervtötend hier. Dieser möchte gern Endzeit-Apostel hier. Den würde ich zu gerne töten. Ja, den würde ich zu gerne töten, aber leider geht das nicht, weil dann dreht die Menschlichkeit am Teller. Was ist das denn hier? Ach, das ist Kilpatrick. Ja, alles klar. Wir fangen mal mit denen an. Also wir werden jede Menge Nebenquests haben neben der Story, liebe Leute. Und die werden wir natürlich... Oh Gott. Werden wir natürlich auch machen. Den habe ich immer zum Schluss ausgesaugt. Ja. Ah, so, Vampi. Ich trinke inzwischen was. Go. Oh, die dritte Antwort, ey, geil. Sie betreiben den Laden hier, nehme ich an. Immerhin auf die freundliche Tour, so ist sie, unsere Vampi. Yep, sure do. I'm a third generation bondsman. Got a few employees, but I handle most every aspect of the business. Ich muss einfach mal so im Raum stehen. Man könnte die erste Antwort hier auch ein bisschen anders sehen, so von wegen, ich sehe hier keine Angestellten im Laden, ne? Wir sind hier ganz allein. Oh, ja. Nein, Wie wär's mit uns beiden? Nee, so nicht, eher so das Fiese dann so von wegen mit Aussaugen, aber egal. Nee, wir sagen, und wir lassen das Geschäft so. Okay. Well, my business ain't bad, I can tell you that much. Santa Monica's gone downhill. Used to be pretty nice, I guess. Ja, ich glaube, ich mach das am besten so wie Rick. Dieses Spiel ist für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet. Ja, wirklich. Weil die Kommentare so versaut sind. Skull. Ja.
Hello, Gomez. What's the latest conspiracy? Tja. Hört sich an, als habe Santa Monica schon bessere Tage gesehen. Hell yeah, I ain't complaining. I'm in a good position to watch it all just slide right down the tubes, you know what I mean? Übrigens, laut der Uhr da hinten ist es kurz nach 12. Kurz nach Mitternacht. Aber noch nicht in Wirklichkeit. Und ja, und vor allem die Uhr, die läuft übrigens auch mit. Siehst du das, Bampi? Wie der eine Zeiger sich da dreht? Ich glaube, das kannst du so ein bisschen erkennen, oder? Ehrlich gesagt, nein. Okay. Ja, ich sehe das hier nur. Du darfst wieder. Ja, das ist klar, das ist klar, dass du es siehst auf deinem Bildschirm. Ja, ich sollte es sehen. Das wäre besser. Ja, was nimmst du denn, liebe Vampi? Ja, ich kann immer entweder zuhören oder lesen, das ist mein Problem, deswegen. Alles gut. Ach so. Dabei heißt es immer, Frauen können mehrere Sachen gleichzeitig. Ich bin nicht multitaskingfähig, leider. Also nicht so jedenfalls. Hört sich so an, als gäbe es hier viel Arbeit für einen Kopfhörer. Das ist die 2. Ich musste gerade erstmal gucken. Was? Man braucht schon... Moment mal, steilharte Eier, hallo? Also jetzt wird doch wirklich ein 18 Let's Play, das gibt's ja wohl nicht. Was soll das denn heißen? Ich liebe diesen Kerl. Ich hab eben erst Stiefel, Stiefel vor allen Dingen. Eier, die sind noch härter. So. Ist ihr Kopfgeldjäger denn überhaupt zu gebrauchen? Wir sind 1000 Mal besser, ey. 10.000 Mal? Untertreib es doch nicht. No. Yep, damn good. He's great at what he does when he wants to do it. Stimmt ja gewisserweise. Wir sind härter, wir sind stärker und vor allem wir können Disziplin einsetzen. Wovon er natürlich nicht soll. Nee, aus Ebenerz. Rimnir weiß Bescheid. Das könnte man jetzt auch falsch verstehen. Mit Ebenerz! Nicht mit den Eiern! Um Gottes Willen! Oh! Fippi! Nee, das hast du doch so gesagt. Der Rimnir weiß Bescheid, was für Eier du hast. Oh Scheiße! Ich komm doch nicht mehr raus, Leute. Ich komm doch nicht mehr raus. Scheiße. Okay, Vampi. Jetzt wollen wir mal weiter spielen. Vielleicht könnte ich ihn ja an deiner Stelle für sie aufspüren. Mit unserem hyperscharfen Geruchssinn. Well, I don't feel right cutting Carson and loose just yet. Oh, we go God. Way back. I knew his father too. Tell you what, since I'm stuck here, why don't you go? Oh, ob ich das Let's Play überleben werde, ich weiß es nicht. Man munkelt hart. Und du darfst aber wählen. Really? Natürlich. Wo soll ich nach ihm suchen? Great, great. I suppose the first place you should look is his apartment in Santa Monica Suites. Apartment 1, I think it is. Maybe you'll find something there to let you know where he's got himself to. Here's a key card that lets you in. Kann ich ihm noch eine Frage stellen? Also wenn du noch Fragen stellen willst, überlasse ich es dir. Danke. Möchte ich nicht. Ich werde ihn aufspüren. Auf Wiedersehen, Fettsack. Arthur. Arthur. Ich meine, aber, es ist eigentlich ganz interessant, wenn man dir noch so Fragen stellen kann, weil jeder, also es sind eigentlich immer die gleichen Fragen zu Santa Monica oder zu den Personen oder auch zu Vampiren, keine Ahnung. Und jeder sagt es halt aus seiner Sicht. Deswegen, ich finde es eigentlich immer ganz interessant. Ja, das stimmt. Aber das hat, glaube ich, so ziemlich, ja, ich glaube, das hat so ziemlich jedes Rollenspiel so. Weil man kann ja Vampire the Masquerade als, ja, dunkles Rollenspiel betrachten. Weil das ist ja, findet ja immer in Dunkelheit statt eigentlich. Ne? Deswegen, logischerweise. Ja, sollte stattfinden, weil sonst haben wir ein sehr kurzes Leben. Obwohl, ich muss ja mal eben dazu sagen, das habe ich nämlich bei Blood Omen 2 am Ende dann so ein bisschen fertig gemacht, weil man sieht ja, kurz bevor die Credits kommen, dass hinter Kain die Sonne aufgeht. Und ich habe da echt so einen Schock gekriegt, Kain, verschwinde sofort, was machst du denn, warum stehst du da rum und machst noch lange Reden? Aber Kain ist halt inzwischen so ein alter und starker Vampir, der kann sogar das Sonnenlicht vertragen, was ich sehr geil finde. Ja. Das kann Celine übrigens auch bei den Underworld-Filmen. Ich glaube, das war, ja, das war der zweite Teil, Underworld 2. Ab denen kann sie nämlich auch Sonnenlicht vertragen. Kann sein. Ich habe die Filme schon lange nicht mehr gesehen, muss ich sagen. Vampi! Ich bin erschüttert! In meinen Grundfesten. Underworld sind echt nicht die besten Vampirfilme, die ich gesehen habe. Es gibt bessere, meiner Ansicht nach. Ist einfach so. Deswegen. Ja. Aber ich habe sie ja auf DVD, ne? Also von daher... Ne? Ich finde die letzte eigentlich am besten, der die Vorgeschichte erzählt. Du meinst den dritten Teil?
Ja, genau, den dritten. Ja, McGee mit 3E. Ach, jetzt müssen wir... Ach du Scheiße, wir müssen hacken. Heckenschütze! So, ich hoffe, ich drücke jetzt die richtige Taste. Ansonsten werden wir das gleich sehen. Ich habe die richtige Taste gedrückt. Hey, und unser Hacken reicht aus. Yay! Emalia! Es wurde ja auch angezeigt, was du drücken musst. Also von daher, wie sollst du da nicht die richtigen Tasten erwischen? Ja, weil bei mir nicht STRG steht. Das ist das Problem. Bei mir steht nämlich was anderes. Bei mir steht CTRL. Okay. Ja, deswegen. Ihr schreibt einer in die Kommentare, du hast eine amerikanische Tastatur. Ach du Scheiße. Aus L.A. Sie ist blutverschmiert. Ich will gar nicht wissen, von wem. Und wie? So, okay, wir haben einen Hinweis zu dem Aufenthaltsort von dem Carson gefunden. Zu dem Kopfgeldjäger, sag ich jetzt mal so. Mhm. Kopfgeldjäger, kann man das so sagen? Ja. Ich drücke hier jetzt mal C, denn wir haben jetzt 3 Erfahrungspunkte, liebe Leute. Das heißt, wir können uns jetzt skillen. Liebe Vampi, wir werden uns in solchen Sachen übrigens absprechen. Mhm, das ist gut. Du kannst ja sicherlich den Bildschirm sehr schön sehen. Also ich kann die unteren Sachen sehen, aber nicht, was ganz oben ist. Okay. Ah ja, so? Schön. Jetzt kann ich nicht mehr alles lesen. Also ich kann nicht genau erkennen, was halt oben ist. Also ich sehe es, aber... Also wir haben Körperkraft, Geschick, Widerstand, Charisma, Manipulation, Erscheinung, Wahrnehmung, Intelligenz und Geistesschärfe. Aber die beiden letzteren fallen schon mal aus, genauso wie die Körperkraft, weil dafür brauchen wir 8 Punkte und wir haben gegenwärtig 3 Punkte. Und ich sehe gerade, die fallen sowieso alle aus, weil wir dafür 4 Punkte brauchen. Also ich würde sogar eigentlich ganz gern die Fähigkeiten erstmal so ein bisschen skillen, nämlich bei also Computer also oder halt bei Nachforschung, weil das halt sehr... Gut, also ich weiß nicht, was besser ist, ob Nachforschung oder Computer, aber es ist schon immer sehr ratsam, halt, in jedem PC hacken zu können. Ja, also unser Computer würde das Hacken verbessern. und unsere Nachforschung würde die Sinneswahrnehmung verbessern. Da würde ich eher sagen, nehmen wir dann Computer, weil das verbessert wenigstens das Hacken. Mhm. Gut, dann nehmen wir den Computer, dann ist das entschieden. Sehr schön. Vampire Girl ist hier. Vampire Girl, ja. Vampire Fan ist jetzt. Ein geschickterer Hacker. Ein Hacker. Horst Hacker. Ja. Vampi! Mensch! Ich war das nicht! Das muss man doch alles wieder aufwischen! Das kannst du doch nicht machen! Ja, Pech für ihn. Meine Güte, der hat... Oh. Ja, Mercurio tut mir auch leid. Ich hab ihn doch gern. Ja, sieht man. So gerne, dass du reingebissen hast. Ja, Liebe geht durch den Magen. Das weißt du doch. Oh. Aua! Jetzt kann ich nicht mehr lesen, was die sagen. Jetzt musst du die Menschen wieder runter machen. So? Ein bisschen. Kannst du was sehen? Ja, so, stopp. So ist gut. Okay. Soll ich einen Krankenwagen rufen? What? Was? No. Nein. I got a record back east. I'm heat day. Don't touch that phone. No goddamn cops. Ich bin da. Oh Gott! Sag mal! Verdammt! Diese Zweideutigkeit, also das geht gar nicht. Du siehst ziemlich übel aus und heiß, bist du sicher? Ziemlich übel aus, aber heiß. Alles klar. No cops. Keine Cops! Ich dachte schon, ich würde sagen, keine Sorge, aber keine Cops. Na gut, auch okay. Was ist denn mit dir passiert? Er hätte am besten noch sagen müssen, Veni, Vidi, Vici. Ich kam, ich sah, ich siegte. Nur in abgeänderter Form. Das wär's. Die erste Antwort ist so fies, ey. Davon mal ab, dass wir es sowieso nicht können. Das sind alles irgendwie so fiese Antworten. Was hast du für einen Charakter, ey? Ich war immer ein so freundlich, aber hier kann ich gar nicht freundlich sein, wenn der Charakter nicht freundlich ist. Naja, es ist eine kaputte Flasche, sagen wir jetzt einfach mal. Jetzt sag mir endlich, was weiter passiert ist. Es ist eine kaputte Flasche, die in dir steckt. Genau. Du stehst aus Glas, in Wirklichkeit. Du hast ein armes Schicksal, Junge. Du hast Glasknochen. Aber diese Glasknochen sind auch anders als die anderen. Du hast Flaschen als Knochen. Die sind alle leer. Du hast Flasche leere. Ja, du bist eine Flasche, aber ohne Geist.
ein bisschen Flasche, ja, komm. Hervorragend. Ach Mensch, das macht Spaß. Wir haben unseren Spaß, liebe Leute. Ich hoffe, ihr auch. Garantiert. Wir sind so ansteckend in dieser Sicht, glaube ich. Ja, das glaube ich auch.